So, hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle reinschaut. Heute geht's ans Motorrad. Genau, heute werden wir ein bisschen Motorrad bauen. Dazu brauche ich noch ein zweites Rad. Und was war's noch? Jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken. Wir haben auch ein Level Up gehabt. Ich habe auch schon ein bisschen was gebaut an unserer Fabrik. Brauche noch ein Rad, das Motor, okay, ein Rad. Rezepte. Rad, was brauche ich für das Rad hier? Also Kohle. Geschmiedetes Eisen. Habe ich überhaupt noch geschmiedetes Eisen? Kohlehammer. Säurehammer. Plastikhammer. Was man nicht habe, ist geschmiedetes Eisen. Aber geschmiedetes Eisen haben wir, glaube ich, auch. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. So. Das Rad. Ah, Öl brauchen wir noch. Wir brauchen noch zwei Öl. Heute ist auch kein Problem. Eins, zwei. So, jetzt. Da brauche ich noch eine Rad. Das dauert eine Minute. Und dann können wir anfangen, das Motorrad zu bauen. Ich habe auch schon alle Teile hier zusammen. Dann geht es zur Quest. Ja, ich weiß, schon wieder Quest, aber ich brauche die Punkte. Desto bessere Quests, also desto höher unser Quest-Level ist, desto höher, desto besseres Zeug kriegen wir auch. Jetzt sind wir, glaube ich, bei Quest 3 oder so. Also ist nicht so wild, ist nicht so geil. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. So, jetzt kommt da rein. Bin auch schon dabei, unten das Lager aufzubauen. Das Rad jetzt endlich fertig. So, das ist ja in der Werkbank. So, da könnte ich mit dem Motorrad ein bisschen schneller fahren, könnte auch mehr mitnehmen. Denn ich brauche langsam die Finfa-Sachen wie Finfa-Retsch und oder einen Schlagschrauber. Schlagschrauber wäre natürlich am besten, aber einen Schlagschrauber können wir, glaube ich, noch gar nicht bauen, oder? Schlagschrauber. Ah, doch, können wir bauen, aber uns fehlen die Motorwerkzeugteile. Die haben wir nicht. Da haben wir genug. Ich muss hier unbedingt neue. Ah, ne, da brauchen wir auch noch welche. Also, das können wir noch gar nicht bauen, weil wir noch Motorwerkzeugteile brauchen. So, jetzt das Einrad ist auch fertig. Dann geht's los zum Motorrad. Motorrad braucht 2 Minuten. Einmal fertigen. So. So, die Zeit lassen, geben wir uns auch mit 2 Minuten. So, dann können wir hier noch ein bisschen was reintun hier. Ich bin auch gerade dabei, hier ein bisschen Zement herzustellen. Ich habe Durst, okay, kein Problem. Aber den trinke ich schon weg. So. Jetzt kommt hier rein. Das andere kommt da rein. So, alles wieder schön sortieren. So, können wir noch ein bisschen Klebe herstellen. So, ich brauche was zu trinken. Zuerst müsste ich auch noch was herstellen. Ich hoffe, ich habe genug Mittel. Ich packe mal alles, das nicht, ich packe mal alles ein, was ich kochen kann. Was ich vor allen Dingen brauche zum Kochen. Und Fleisch. So, mal schauen. Das noch mit, mal schauen, was ich jetzt so braten kann. Tierfett habe ich auch noch irgendwo genügend gehabt. So, jetzt hier. Und freue ich mich mit Penne einen Topf. Ah, gekochtes Wasser haben wir auch noch irgendwo. Hier, guck, so jetzt. Wie können wir vom Pen einen Topf machen? 5. Okay. Guck gerade mal, was mir für Spaghetti können wir auch noch bauen. Das ist gut. Na, Spaghetti können wir noch keins machen, weil wir das Rezept noch gefunden haben. Auch nicht schlimm. Das holen wir uns zunächst. Aber wir können uns noch einen Gumba-Eintopf machen. So. Deswegen was zu essen haben. So, dann nehme ich mir das ganze trübes Wasser mit, was wir hier noch haben.
Und mache da draußen noch ein bisschen Kleber. Ich weiß, ich habe da irgendwo noch welches. Oder habe ich das alles schon verbraucht? Kann nicht sein, dass wir alles schon verbraucht haben. Gerade noch mal kurz gucken. Ja. Cable Cut Most hier hin. Oh. Benzin ist auch schon voll. Wo, habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen, es rauszutun, Benzin. Irgendwann lauter, das kommt wieder rein, das. Ist was, weil ich es nicht brauche, nehmen wir jetzt Molett mit. So, jetzt. Aber es braucht noch ein bisschen. Gut, dann tue ich aber trotzdem Kleber mal herstellen. So, dass es als nächstes fertig gemacht wird. So, ich glaube, jetzt ist das Motorrad auch fertig. Da ist das Motorrad. Yeah. Jetzt können wir besser fahren und kriegen mehr Zeug ins Inventar. Es wird Zeit, dass wir unsere Bude fertig bauen. Ich bin schon dabei, den Keller auszubauen. Jetzt bin ich durch mal, wenn ich Zeit und Material habe. Da muss ich die Bäume hier noch fällen, aber jetzt fahren wir jetzt mit dem Motorrad zur Quest. Unser Motorrad. So. Wenn wir noch tanken müssen, vielleicht noch. Ich wollte tanken. So. Da ist es schon wieder viel angenehmer hier zu fahren mit dem Motorrad. Vielleicht haben wir bald der Gyro. Das ist so ein Hubschrauber. Das wird da auch noch ein bisschen was machen können, Hubschrauber. So, da waren wir es F-Sorgen schon, der's will. Ich brauche noch Cobblestone, dass ich da dann mein Keller ohne ausbauen kann. Dass ich da die Schmiede hin tun kann, dass wir mal viel Beton herstellen können und Zementmaschinen bauen können. Das ist also mein nächstes Ziel. Und da werde ich zwischendurch auch noch alleine was bauen. Aber wenn ihr wollt, dass ihr dabei sein wollt, wie ich da mein Lager weiterbaue, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Lasst ein Like, ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. So. Es war mir klar, dass wir an einem Stein hängen bleiben. Also Steine haben wir jetzt genug. So, tot. Jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Aber wir haben auch ein Level Up. Da gucken wir gleich mal, was wir mit dem Level Up machen. Ich habe ein Level Up gekriegt beim Bauen. Also quasi während des Bauens habe ich es gekriegt. Oh, ist es nicht der Militärstützpunkt? Cool. Aktiviere ich die Gifts gleich mal. Ja, es sieht nach Militär aus. Cool, das Militär wartet auf uns. So, jetzt gebe ich erstmal Loot, ne? Ein bisschen Wasser, was ist hier drin? Zwei Pokale. Guten Tag. Jungs, aufstehen. Was bleibt ihr denn? So. Ich brauche gerade mal die hier. Ich hoffe, dass wir demnächst auch bessere Eisenspitzhaken oder Stahlwerkzeug finden. Das wäre nämlich richtig cool. Boah, keiner da oder was? Ja, wieder Wasser, da ist nichts. Gibt es hier mal ein bisschen Action. Der steht da hinten rum. Hier drin. Ja, ein bisschen Plastikmüll.
Eine Stahlschaufel 1er. Ja, eine 3er. Diese kann man reich mit zerlegen. Du hältst deinen Mund. So, Dosen sind auch gut. Dann tun wir mal den Tragen auseinandernehmen. Gucken, was wir so kriegen. Militärklebeband, okay. Kommt doch einiges zusammen bei dem Ding hier. So. Eine 6er Batterie haben wir auch gekriegt, sehr gut. Wir müssen gerade mal wieder zurück, mich entleeren. Einmal entladen bitte, aber die Munition hätte ich gerne noch. Den Bogen lasse ich auch mal da. Ich glaube, den werde ich vernichten. Das zerlege ich jetzt mal hier und den tue ich mal auch mal zerlegen. Hier habe ich jetzt eine Pistole, eine Knarre. So, da habe ich nämlich da unten ein bisschen mehr Platz. Das nehme ich auch noch mit. So, die Triebe nehme ich auch mit. Jetzt gucke ich mal, was ich mit dem hier Militärstoff was ich mit dem Militärstoff machen kann. Ah, cool. Das können wir leider nicht machen, weil wir noch keinen Bauplan gekriegt haben. Aber es ist auch nicht schlimm, den Bauplan kriegen wir auch irgendwann mal. Mein Ziel ist, mich so hier hoch zu leveln. Jetzt müsst ihr mich noch ein bisschen ertragen mit dem Spiel, auch wenn ich immer ja schlechtere Ressourcen von euch kriege, also schlechte Bewertungen. Das ist mir egal. Ich ziehe das Ding hier durch. Oh. Ah. Ich glaube, ich habe meine Munition ins Auto getan, kann das sein? Ich gleich mal gucken. Ich habe mir zu viel. Fuck, ich habe mir zu viel Munition dabei. Mitchen, was ist los? Nix ja schon wieder am Boden. Also ich muss unbedingt Munition anfangen zu craften. So. Da geht nicht, das ist gut. Kann man auch vielleicht noch ein bisschen was rausholen aus dem Automat. Jetzt auch nicht vieles, wo wir rausholen können, aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts. So. So, ich bin gleich wieder da. Also nicht mehr, glaube ich, bin gleich. So, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Aber es hat jemand an der Tür geklopft. So, jetzt. Hier drin. Okay. Ich habe Hunger. Jetzt habe ich nichts zu essen dabei. Scheiße. Gibt es hier irgendwas zu essen? Habe ich etwas im Auto gehabt zum Essen? Denn unser Essen war leider noch nicht ganz fertig. Keine Dose dabei. Okay, jetzt muss ich ein bisschen hungern. Bis ich Spaß gefunden habe zum Essen. Ich denke mal, dass es hier was zu essen gibt. Soll ich nicht so arg anstellen? Nix. Das ist die Tasche, wo wir brauchen. Auch geschafft, also wenn wir jetzt sterben sollten. Aber trotzdem Mission geschafft hier. So. Schließen. Komm nur her. Schieße. Brust. Jetzt ist sie tot. Ist hier drin? Ein Käppi. Aber die Farbe müssen wir draus tun. Ja. Die Farbe brauche ich nämlich. Anstreichen von unserem Haus und Keller.
So. Noch ein bisschen Cobblestone. Also Pflastersteine quasi auf Deutsch. Ja, ich brauche ein bisschen Holz. So, dann zerlege ich das Ding jetzt. Jetzt gucke ich mal, ob ich da überhaupt 6 Stück reichen schon. Wo ist jetzt der Stuhl? Da ist der Stuhl. Ah, guck, oben sind wir. Und was gibt's da oben? Also was Verdächtiges hier? Okay. Da gibt's nichts. So, die sind jetzt auch schon tot. Ich suche gerade, wo der finale Lootraum ist. Der müsste auch hier irgendwo sein. Habe ich zumindest mal, dass ich ihn gleich finde. Ist nichts. Okay, so noch weiter in den Keller. Feierabend jetzt. Kann ich jetzt hier in Ruhe laut Musik ist ja noch keine Ruhe. Aber wir haben 22, das ist natürlich blöd. Da rennen sie nämlich die Gegner, aber Zement brauchen wir auf jeden Fall. Ich brauche voll viel Zement für mein Bauwerk. Ah, da ist der finale Lootraum hier. Das können wir zerlegen hier, das brauchen wir nicht. Die Stöcke brauchen wir auch nicht. Munition, ich habe die richtige. Jawohl, wir sind wieder voll dabei. Ne, desto größer die Gebäude sind, desto besser ist auch der Loot. Und da haben wir schon was zu essen gekriegt. Und was ist hier drin? Ja, da essen wir erstmal die hier. Und die zwei Dinger hier noch. So. Zerlegen wir auch mal. Das zerlegen wir. So, jetzt. Wir sind natürlich schon noch nicht ganz fertig mit gucken. Und schauen, was es hier noch so gibt. Die wird natürlich verschlossen sein. Was ist es? Nee, Holztür. Aber Eisenholz brauchen wir auch. Jede Menge. So. Da waren wir auch, glaube ich, auch schon drin, oder? Ja. Also da waren wir. Da muss ich gucken, ob wir da waren. Aber hier, das sieht so verdächtig hier. Also, da ist gar nichts drin. Ich will, dass es da jetzt runter geht. Was ist denn los? Kommst du etwa rein? Oh, jetzt bist du tot. Ah doch, hier waren wir auch. Gut, dann waren wir hier überall. Den finalen Loot haben wir auch gekriegt. Was ist dahinter? Ja,
Ja, da waren wir auch schon gut. Dann waren wir überall schon, dann geht's wieder nach Hause. Quest haben wir. Quest können wir leider noch nicht ab. Können wir leider nicht abgeben. Die Chen dazu. Obwohl, was? Da oben waren wir noch nicht. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal hoch. Luise, wo es da lang geht. Ist das jetzt Holz oder ist das jetzt. Okay, das ist. Ich will nur wissen, was da drunter ist. Obwohl da kann eigentlich nichts drunter sein. Ja gut, dann war's das. Wir haben ja den finalen Loot gekriegt. Dann gehen wir mal ganz schnell wieder zurück. Nach Hause. So. Bin zum stylischen Motorrad. So. Beziehungsweise fahren zum Händler. Der Händler ist ja hier um die Ecke. In 2 Tagen schon wieder Hortnacht. Ich hoffe, meine Hortbase hält den Ansturm da noch aus. Ah, ich denke schon. Bis jetzt hat die Hortonbase alles ausgehalten. Wir haben noch einen Punkt zum Vergeben. Machen wir jetzt gleich. Falsche Taste, sorry. Wir sind Level 39 und Game Stage 58. Ja, da könnte sein, dass wir dann auch demnächst auf Polizisten kommen. Aber jetzt haben wir erstmal einen Fertigkeitspunkt. Was brauche ich da? 6, ich bin bei 5. Wahrscheinlicher. Ich will ganz gern dahin kommen. Da kosten die nämlich und Auto bei der Kostenertragsschraube nur 33% weniger und ich kann bessere Batterien bauen. Das können wir nicht bauen, weil wir da Level 7 brauchen. Wo stecken wir die Punkte jetzt rein? Auch nichts machen. Oh, Bergabbau, da brauchen wir 5. Komm, weißt du was? Wir stecken das jetzt hier rein. Bergabbau, da Bergarbeiter. Dann sind wir weiter mit den nächsten Punkten. Wir sind falsch gefahren, müssen die. Komm schon her, scheiß Mistvieh. Ja, jetzt war mir klar, dass du angerannt kommst. Jetzt habe ich es gekriegt. Fleisch brauchen wir auf jeden Fall, Tierfett brauchen wir, Knochen brauchen wir. Also brauchen wir viele Sachen hier. Kommen wir da überhaupt hoch? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich fahre halt immer den Berg mal hoch, weil es vielleicht eine Abkürzung ist. So.
Da ist auch schon unser Ziel. Ich fahre natürlich voll gegen den Baum. Aber ich sollte vielleicht besseres Licht anmachen, dass ich besser sehe. So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, euer Christoph T6 nach Ciao.